Richtig. Ja. Ja, abwarten. Nee. Also, die Vita ist ja sowieso erstmal alles in Japan, ne? Ja, alles in Japan. Also, 10. Oktober 2013. Also, wer unbedingt ein neues Modell, das neue Modell haben will, muss dann nach Japan fahren oder es importieren lassen. Wenn man denn Japanisch kann, ne? Ich weiß ja nicht, ob die werden bestimmt auch nur Japanisch als Sprache ausübbar sein. Ja. Würde ich auch mal sagen, ne? Yes. Ja. Also, was die da machen, verstehe ich nicht. Ne. Ja. Die wissen schon, was sie tun. Das ist doch. Bist du dir das sicher? Weiß ich nicht. Nee, das sind Japaner. Ja. Nintendo weiß auch, was sie tun. Natürlich, Nintendo weiß besonders gut, was sie tun. Deswegen fallen ja auch, hier können wir ja gleich, weil du es schon angesprochen hast, lassen wir ja erstmal Apple außen vor, kommen wir später drauf zurück. Machen wir direkt Nintendo. Ja. Die Aktien fallen und fallen schon seit 2 Jahren. Und nein. Wenn das so weitergeht, eieiei, dann weiß ich auch nicht. Was soll man dazu noch sagen? Atari-Gründer Nolan Bushnell schreibt auch, Nintendo befindet sich auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit. Ja, hat er recht, wa? Ja, also was Nintendo gerade macht... Leider ja, auch, leider ja. Ja. Da ist genau das gleiche Problem. Viel von Nintendo ist auch einfach so... überhaupt nicht... Ja, veraltet. Ich finde ja, bei Nintendo ist genau das gleiche Problem. Die Konsolen an sich sind ja alle super durchdacht. Aber die Spiele sind halt einfach kacke. Genau. Weil die Leute sagen, bevor ich mir eine Konsole kaufe, gucke ich natürlich, welche Spiele sind draußen. Also mit welchem Line-Up starten die. Und welche Spiele kommen dafür raus. Aber ein Publisher sagt, ich gucke erstmal, wie die Konsole verkauft wird, um dann überhaupt dafür Spiele zu produzieren. Also sagen eigentlich beide Seiten, wir gucken erstmal und Sony oder Nintendo haben dann die Arschkarte gezogen. Was ich super lustig finde. Also ich glaube eher, dass Nintendo gerade in der Position ist wie Atari und Sega damals, weil zum Beispiel Wii U haben sie verdammt schlecht promoted, bis gar nicht, jedenfalls nicht in Europa. Und wir haben ja gesehen, was aus der Sega Dreamcast geworden ist. Das war eine super Konsole, aber die Spiele waren auch nicht schlecht. Und trotzdem hat sie sich nicht verkauft. Und das war für Sega im Konsolenbereich der Untergang, wodurch sie ja jetzt heutzutage nur noch gezwungen sind, Spiele zu machen. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Nintendo irgendwie untergehen würde, weil ist einfach zu groß. Und ja, mit der Wii U ist das echt kacke gelaufen und das können die auch gar nicht mehr jetzt wieder gut machen. Also denke ich, dass egal was für Spiele jetzt da rausgehauen werden, die werden sich jetzt vielleicht so über Wasser halten, so dass da noch ein paar Geräte verkauft werden, aber im Ganzen ist die Sache eigentlich durch. Also ich bin sehr enttäuscht mit meiner Wii U und würde ich wieder in die Zeit zurückreisen und mir eine Schelle der Gerechtigkeit geben und sagen, kauf dir das Ding nicht. Ja. Das wäre schön, ja. 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 Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Zeitmaschine und dann kannst du das machen. Ich dachte wirklich, also als ich das gesehen habe, die Konsole, dachte ich echt geil, ne? Und da habe ich auch nicht so wirklich nachgedacht, so, hey, guckst du erstmal, was für Spiele da draußen sind. Nein. Ich dachte so, boah, die haben endlich eine neue Konsole rausgebracht, kaufen, ne? Weil und endlich HD! Ja, genau. Und das sah auch cool, es sieht auch cool aus, Mario in HD, aber halt, es sind alles wieder die gleichen Kamellen und da gibt es nichts Neues. Das Touchpad, gut, jetzt kann ich spielen und gleichzeitig den Fernseher ausmachen und da das Ding daneben auf den Pott mich setzen und dann spielen, wieder ins Wohnzimmer kommen, weiter zocken. Und, ja, super, das ist jetzt das Highlight oder was. Ich kann jetzt meine Konsole 10 Meter mittragen. Yeah. Und für andere Spiele das, zum Beispiel ist die Frage. Mickey Epic oder sowas, da ist dann das Touchpad ist dann halt nur eine Karte. Super. Das bringt mir gar nichts. Also, ne? Ach ja. Nintendo ist schon lustig. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, Nintendo macht auch einfach, richtet sich auch einfach fast nur an die jüngere Zielgruppe. Also Kinder quasi. Und vernachlässigt quasi Erwachsenenspieler so ein bisschen. Also
Da ja, kommt aber nie wirklich was Gutes. Sie machen nur ihre alten, altbewährten, schon langsam langweilig und ausgelutschten Franchises wie Mario und Co. Was anderes, Neues irgendwie mal für erwachsene Leute, oder neue Franchises oder so, kommt gar nichts mehr. Also. Aber letztendlich ist es doch so, dass Nintendo eine Familienkonsole mit der Wii erschaffen hat. Ja, eine Familien- oder eine Partykonsole, mehr ist es nicht. Ich die würde mir jetzt nicht die Hersteller ziehen ja auch nach. Deswegen muss Microsoft, wollte ich schon sagen, Nintendo jetzt auch mal nachziehen und auch für ältere Spieler da draußen, jetzt also quasi für uns, die auch mal Spiele spielen wollen mit erwachsenem Inhalt, da müssen sie auch mal nachlegen. Sie können nicht immer nur hier auf Familienkonsole machen, so wird das nichts mehr. Weil die anderen Hersteller ziehen da auch nach und bringen immer mehr Spiele, auch die für jüngere Spieler gedacht ist und für Familien. Von daher. Ich glaube, ja, Nintendo verkennt, dass die Spielergemeinschaft, die sie halt vor 10, 20 Jahren hatte, einfach erwachsen geworden ist. Und ja. die treu ergeben waren zu Nintendo, einfach jetzt sagen, ach ja, kaufe ich mir doch lieber jetzt eine PlayStation oder eine Xbox. Weil bei PlayStation und Xbox war es nie ein Problem. Da waren das Spiele für jede, ich sag mal, Altersgruppe, mehr oder weniger. Ja, und jetzt durch Kinect und wie heißt das für PlayStation? Move? Mhm. Haben sie ja jetzt auch quasi, wie Nintendo es halt hat, dieses Familienspiele, so Partyspiele und für Kinder und so, da muss Nintendo sich was Neues einfallen lassen. So geht das nicht. Oder es kann auch sein, wir Spieler sind einfach zu verwöhnt und wollen nicht jedes Jahr das Gleiche. Wir wollen halt Abwechslung. Und damit kommt einfach Nintendo nicht mit klar und macht einfach, sagen wir mal, aus dem dann den 1000 Teile, macht er zwar auch noch mit Geld, aber die Leute sind eigentlich traurig, dass es 1000 Titel von Super Mario und Pokémon gibt zum Beispiel. Ja. Ich habe dir gerade das Gleiche geschrieben. Ja? Was? Nee, mach weiter. Ja. Okay. Ja. Lass dich von uns stören. Nee, ich lass mich gerne. Nee, erzähl. Das ist nee, alles gut. Okay. Ja, also. Noch irgendwelche abschließende Worte zu Nintendo? Also. Ja, bitte. Wo bleibt unser HD-Pokémon? Ja, genau. Ach, ja, ich warte. Ich behaupte ja, das wird den einen oder anderen Käufer anlocken. Ja, schon, aber dann ist es wieder so, ja gut, dann wieder ein Pokémon neu. Das ist aber auch wieder nur ein kleiner Prozentsatz. Durch ein neues Pokémon-Spiel oder so kriegen sie jetzt nicht wieder, kommen sie nicht so schnell wieder ins Plus. Und die Aktien werden trotzdem weiterfallen. Es wird vielleicht jetzt. Ist genauso, was? Wie sie jetzt denken, wenn sie jetzt das neue Mario oder Zelda soll ja auch irgendwann ein neues rauskommen, dass sie dann auch denken, gut, dann holen wir das damit wieder ein. Kann sein, dass sie dann wieder einiges an Geld reinholen werden. Aber Marktführer bei Konsolen werden die auf jeden Fall nicht mehr. Wie lange wollen sie eigentlich noch an diesem neuen Zelda arbeiten? Das hatten sie ja schon bei der ersten Wii, hatten sie ja schon, glaube ich, an diesem Zelda-Titel gearbeitet. Der sollte erst auf der alten Wii kommen und jetzt ist er immer noch nicht da. Also so langsam. Ja, und die Grafik soll ja auch sein wie bei The Wind Waker. Was, ja, also erst war es ja eine richtig geile, richtig übertrieben geile HD-Grafik. Man dachte erst so, wow, ne? Also das war auch eigentlich mein Kaufgrund bei der Wii U. Und dann auf einmal verkünden die so, ja, die Grafik wird doch so sein wie bei The Wind Waker. Und ich so, ja, nein. Diese hässliche Comic. Ja, okay, hässlich ist sie nicht, aber ja, ich komme darauf nicht klar. Aus. Also mein Fall ist es jetzt, also ich finde es nicht so. Gut, Grafik ist nicht alles, aber wirklich, wenn ich jetzt Zelda-Fan wäre, ich würde mir dieses Spiel nicht kaufen, der Grafik. Weil der Stil gefällt mir gar nicht. Ja. Also ich finde ihn wirklich. Ja? Ich will nicht ausfallend werden. Das ist ein System. So, okay. Sonst noch irgendjemand was für Nintendo oder wollen wir Nintendo jetzt begraben für diese Woche? Ja, lass sie uns begraben. Wollen wir noch eine Zukunfts-
Prognose machen, was mit Nintendo Zukunft geschehen wird. Nintendo, ich denke mal, in 10 Jahren, wenn die so weitermachen, ist Nintendo weg vom Fenster. Ich glaube, Nintendo wird irgendwann von Sony oder von Microsoft aufgekauft. So wie Nokia. Ja. Also wenn Nintendo so weitermacht, dann sieht es halt so irgendwann so aus wie mit Sega und dann kooperieren Sega und Nintendo und Sony zusammen, um gemeinsame Spiele zu entwickeln. Mir wurde ja auch schon mal gesagt, dass Sony von Microsoft aufgekauft worden ist. Da habe ich dann erstmal ein bisschen komisch geguckt. Hm. Ja, egal. Dann sind wir halt jetzt bei den nächsten, übernächsten Olympischen Spielen halt Sonic, Mario und weiß nicht, Solid Snake. beim Spiel bei den Olympischen Spielen. Ja, wär's lieber mit Kratos? Oder ja. Kratos? Kratos wäre doch. Ja, die werden alle mit da drin stecken. Oder Beckett. Ja. Ja. Ja, so. Kommen wir von der einen Marke zur nächsten Marke. Und zwar geht's von Japan nach Amerika zu Apple. Ja, das ist aber ein großes i-Thema für mich. Aber egal, wir haben das heute mal drin. Und zwar haben sie ja die neuen iPhones vorgestellt. Einmal das iPhone 5C, worauf wir jetzt super billig mal eingehen werden. Bitte was? Was super billig wird. Ja, was super billig wird. 16 GB Modell kostet 599 Euro. Also wenn das nicht ein Schnäppchen ist, dann muss man zuschlagen. Meine Fresse, sind das Idioten. Und 5, es wird natürlich bunt werden, ne? Plastikgehäuse. Jetzt wird auch noch hier schön, könnt ihr mal sehen, das iPhone eingeblendet. Und ja, wie gesagt, es sollen 5 Farben ausgeliefert werden. Man kann sich dann entscheiden zwischen grün, weiß, blau, rot, pink und gelb. Yeah. Ich würde mir auf jeden Fall das Pink holen, was eigentlich rot ist. Ja, das sieht wirklich super eher rot aus. RGB-Farben plus 2. Und ja, sonst ist da nicht viel Neues drin. Immer noch 4 Zoll Display wie beim iPhone 4. 5. Ja. Oder? Wie haben wir jetzt? Ja, 5 ist das aktuellste, genau. der Akku soll jetzt länger halten. Keine Ahnung, 10% vielleicht oder so. Und eine 8-Megapixel-Kamera ist eingebaut. 8-Megapixel, ist das nicht eigentlich voll low oder Standard eigentlich schon längst? Die Megapixel hat nichts mit der Qualität zu tun. Du kannst auch eine 2-Megapixel-Kamera einbauen, solange die Qualität gut ist. Die Anzahl der Pixel hat nichts mit der optischen Qualität zu tun. Also nein, ich habe ja nichts von Qualität gesagt. Ich meinte nur, das ist so eigentlich Standard oder nicht? Ja, heutzutage ist das Standard. Kurz nur eine Frage, was die Farben angeht. Dass das 5C in den verschiedenen Farben kommt, das ist ja alles toll und schön. Da können die Hidden Teens sich schön dran bedienen. So aber wie warum Jules macht man ein iPhone in Gold-Champagnerfarben? Warum macht man sowas? Weil ich dir sagen, warum? Langeweile haben. Society oder? Nein, wegen das ist ganz Google einfach. Als, oder? iPod-Fetisch. Was ist los? Jules, erinnere dich mal an unsere gemeinsamen letzten 2 Jahre, was wir dafür Menschen kennenlernen durften. Ja, okay. Du hast mir die Frage gerade beantwortet. Ja. Du hast mir die Frage beantwortet. Also da weiß man nie wirklich, was sie gerade machen. Also es gibt einfach vermutlich eine riesige Zielgruppe für diese blöden goldenen Dinger. Ja. Ja. Nämlich. Erinnert ihr euch noch an, wie hieß es denn, das Motorola Razr, das Klappding? Ja. Das gab's doch auch in Gold. Und echt? Das hat sich auch verkauft wie Hölle. Ich weiß nur, dass es irgendein Handy gab, das ist auch nur in Gold, also das war sogar aus echtem Gold oder aus echtem Platin. Ja. Das war irgendwie gesehen. Super teuer und wurde auch verkauft wie sonst was. Ja. Das ist genauso wie das Magnum Gold. Das merke ich auch bei uns auf der Arbeit. Das wird auch gerne gekauft. Ja, das ist ein super Vergleich. Aber nur weil man irgendwas goldig ist, warum sollte ich es dann kaufen? Ja. Schön seidig glänzend und so. Ja, weil es ja ist Gold. Oh, das da fühlt man sich natürlich gleich wie der King, wenn man ein goldenes Gerät in den Händen hält. Aber jetzt haben wir aber auch erstmal genug von dem Billigtelefon von Apple.
Was übrigens die 32, das 32 Modell, 32 Gigabyte Modell soll stolze 699 Euro kosten. Also Taschengeld. Apple, das ist nicht günstig. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist nicht günstig. Aber im Gegensatz zum 5S ist es schon wieder günstig. Aber trotzdem, dafür, dass ihr es billiger machen wolltet, ist es immer noch zu teuer.